Hallöchen, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt, denn mit dem wunderschönen Namen Ori and the Blind Forest, Ori und der blinde Wald. Ein verdammt wunderschönes Spiel mit wunderschöner Musik, ihr hört es wahrscheinlich schon. Ich spiele das Ganze mit Gamepad. Schwimm. Ich kenne nix. Es ist blind. Ich hab's kurz bei Zombie gesehen als Vorstellung. Dachte mir so, nee, das gucke ich mir nicht an. Ich spiele das selber. Und ich möchte es. Ich glaube, es ist sogar frisch rausgekommen heute. Und ja, ich würde sagen, wir starten uns ins Getümmel. Oh, man kann 10.000 Plätze haben. Cool. Natürlich lila Platz besonders. Leerer Platz. Und es ging los. Wir denken immer an die Nacht. Als Ori von mir ging in Sturm und Wind. Eine Feder. Oder ein Blatt. Was ist das denn? Oh. Was war das? Ich muss mir das angucken. Oh, jetzt kann ich steuern. Oh, ich kann springen. Kann ich hier runter? Nö. Ich kann springen, okay. Also, was war das? Das Schwalbennest. Wahrscheinlich Kapitel. Ich voll niedlich. So boing, boing. Also guckt euch das an, selbst das Wasser ist wunderschön, ey. Oh mein Gott. Oder ist es gelandet? Oh mein Gott, ist das niedlich! Es ist niedlich. Ich will. Als Naru mein Licht nahm, sagt. Oh, wie niedlich. So niedlich. Oh, da schläft er schon gleich nicht. Ihr eigenes Kind. Ach, das ist eine Sie, Naru. Okay. Oh, schön. Oh, ist das niedlich. Ah, hi, ich kann ihn stellen. Oh, bin ich niedlich. Oh. Also, ich glaube, das ist Ori, denke ich. Und der Große ist wahrscheinlich Naru. Oh, ist das schön hier. Oh, ist der Beere. Kann ich in die Beere nehmen? Nö, ich kann nichts machen, außer springen. Okay. Ja, lala. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Hallo. Hui. Oh, da fällt noch eine Beere runter. Njam, 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 njam. Oh, er markiert die Bäume. Wahrscheinlich da, wo keine Beeren mehr dran sind. Und ich kann Räuber schwimmen, boing. Oh, ist das schön. Oh, ist voll das schöne Spiel. Hey, guck mal. Wir müssen auf die andere Seite. Da sind ganz viele Beeren. Oh, lecker. Oh, cool. Sie bauen eine Brücke. Und der Tag wandelt sich zum Dunklen. Viel Spaß. Oh. So niedlich. Jetzt haben die ganz viel zu essen. Lecker, schmecker. Oh, ich kann sie steuern. Kann ich da... Oh, ich kann... Okay. Hier geht's wohl nicht weiter. Oh, sehen die nicht niedlich aus? Oh mein Gott. Ich gehe das zurückbringen. Oh mein Gott. In dieser schicksalshaften Nacht. Tauchte ich den Himmel in flammendes Licht. Hi,
Ich rief nach Ori. Pass auf, Ori. Nein. Farben verblassten, das Licht entschwand. Doch Hoffnung, die gab es nicht. Oh, es sieht schon fast voll fertig aus. Und da. Selbst das da hier ist ausgeblendet. Ich kann nicht springen. Oh, alles verwelkt. Eine einzelne Beere. Beeren mehr, nichts mehr zu essen. Ich erinnere mich an die Zeit. Die letzten Beeren. Oh nein! Im Niedergang und ohne Licht. Die letzte Beere. Der Wald nur blind und traurig war. Ist schon okay, ist es ruhig. Okay. Ich hol Leo was zu essen. Ist das kleine Ding niedlich? Oh. Doch Hoffnung zeigte ihr Gesicht. Schnell zur Nahrung, sie muss was essen. Erinnerungen an Vergangenes. Wie sie die Brücke bauten. Wie sie sie in den Händen hielt. Und ein Krabbelvieh im Hintergrund. Oh. Schnell! Aro, ich hab was zu essen. Sorry. Da starb Naru. Nun wieder eine Weise. Ganz allein. Oh. Armes Ori. Ohne Grund zu bleiben. Gott, das ist nie. Armes Ori. Naru auch. Oh Mann. Oh, ich kann sie. Heute ist sie voll traurig. Auf der Suche nach meinem Licht. So schwach.
und voller Leiden. Oh Gott, komm schon. Ori, du schaffst es. Da leuchtet es rot. Als Schreie die Stille zerrissen. Okay. Pass auf die Dornen auf. Und jede Hoffnung nahmen. Ach, das sind es Ori, die weint. Oh. Komm, Ori. Als die Kraft meines Kindes wich. Ich müsste es schaffen. Für Naru. Oh, armes Ori, komm schon. Und der letzte Atemzug getan war. Nein. Macht mir gerade richtige Gänsehaut. Belebte mein Licht Ori wieder und ein neues Zeitalter begann. Die Reise beginnt. Oh. Spiel gespeichert, okay. Ach, hier, ich sehe sie da und die kann ich springen. Oh, schön. Wo muss ich hin? Muss ich darüber? Oh, schön. Was, was? Halte A gedrückt, um höher zu springen. Achso, wenn ich nur so also kurzes Hüpferchen und A gedrückt. Schwimmen, schwimmen. Waldsenke, okay. Oh, das sind traurige. Oh, ich kann mich ducken. Hoi, hoch, runter. Hoch, runter. Hoch. Was? Oh. Komme ich da nicht hoch? Hoi. Ah, oh, das tut weh. Oh. Ich habe nur 3 Lichtpunkte. Halte runter gedrückt, um nach unten zu springen. Ah. Warte, da war aber was. Hier ist doch was. Du hast ein kleines Geisterlichtgefäß gefunden. Es wurde geisterlich zu deinem runden Ding hinzugefügt. Finde weitere Geisterlichtgefäße, um schnell Fähigkeitenpunkte zu sammeln. Okay, das ist also nützlich. Und da ist auch was. Komme ich da hin? Nö. Also, runter. Kann ich dann so... Nein, kann ich nicht. Oh, oh. Das ist gefährlich. Das sollte ich wahrscheinlich nicht hin. Und ich glaube, das Wasser sieht auch nicht so gesund aus. Und was ist das? Das sind leuchtende. Das sind nette, oder? Oh, das war Leben. Du hast einen Lebenssplitter gefunden. Sammle diese Splitter ein, um deine Vitalität wiederherzustellen. Gut. Besonders bei diesen fiesen Dingen da. Oh, was ist das denn? Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denk daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. Ich kann es also nur speichern, wenn ich Energiezellen habe, oder? Achso, warte, B. Spiel gespeichert. Ach, das ist ja ein cooles System. Aber wir gehen erstmal weiter. Oh, was ist das denn? Ist das eine Laterne oder so? Oh Gott. Was ist das denn? Au! Oh Gott. Du hast etwas geisterlich gefunden. Wenn du den runden Kreis führst, erhältst du eine neue Fähigkeit. Moment kurz, muss kurz das Auto umstellen. So. Ein 49-Fertigkeitspunkt. Okay. Könntest du bitte, blöder Controller, hör auf, mein... Der zieht einfach dieser Controller
mein Headset runter und das stört etwas auf den Ohren. Entschuldigung. So. Dann kann ich auch springen. Oh, Pilz. Oh, komm, wabbel, wabbel. Alter, das Spiel ist so schön gestaltet. Echt wunderschön. Hunter, hui. Alte, verstorbene Bäume. Kann ich hier rein? Nein. Oh, dann ist wieder... Die Seelenverbindung ist bereit. Du hast einen Fähigkeitspunkt erhalten. Erzeuge eine Seelenfürtippe in der Nähe, um einen in der Nähe B an... Ah. Erfahrung. Dieser Balken zeigt, wie viel Geisterlicht Uri eingesammelt hat. Ach, das ist sozusagen Level, die man bekommt. Und wir haben einen. Ermöglicht dir drei Flammen, also wofür du nachladen musst. Die meisten Sammler werden nun von Uri angezogen. Ermöglicht das erneute Benutzen von Seelenverbindungen und verkürzt die Abklingszeit. Wiedererwecken. Geistermagnet klingt eigentlich nicht schlecht. Weil, für den Anfang braucht man ja. Also, ich habe noch keine Ahnung vom anderen Zeug, darum mache ich das. Tief im Wald fand Uri, was verloren gegangen war. Drücke X, um das kleine Licht aufzunehmen. Ah, was ist das? Meine Kraft kehrt zurück. Ich bin Sein, das Licht und die Augen des Geisterbaumes. Ich hatte mich in dieser Schlucht verirrt, als sie ihren Griff lockerte. Ich kann dich auf deine Reise führen, wenn du das möchtest. Und doch? Hörst du das? Sie müssen hierher gefolgt sein. Oh. Wirklich mit Geisterflamme zu benutzen. Okay. Das ist also meine... Aua. Oh. Okay, okay. Action. Nein, nein, nein. Lass mich. Lass mich. Geh weg. Ich hab doch nur eine. Ja, okay. Ach so, das ist nur für da. Okay. Geh weg. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Böse Viecher. Ihre Lichter werden zu mir zurückkehren. Ich brauche eins der Geisterbaum. In der Sinkende der Hölle werden wir ihn finden. Vor uns liegt ein Weg. Oh, okay. Waldsenke. Dahin müssen wir. Cool. Hohlhain. 2%. Da kann man also viel entdecken. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bei diesem wunderschönen Spiel. Darum soll ich sagen, ciao.